Das Böse kann nicht banal und radikal zugleich sein. Das Böse ist immer nur extrem. Niemals radikal. Tief und radikal ist immer nur das Gute. Als der New Yorker mich beauftragte, über das Gerichtsverfahren gegen Adolf Eichmann zu berichten, war ich der Ansicht, dass bei einem Prozess nur eines von Interesse sein kann: der Forderung nach Gerechtigkeit Folge zu leisten. Die Entführung durch die israelischen Geheimdienstfratzken war illegal. Israel hat das heilige Recht, einen Nazi zu stellen, der Verbrechen gegen das jüdische Volk begangen hat. Dieser Prozess ist sehr wichtig für uns. Hat man Ihnen nachgewiesen, dass die Juden müssen vernichtet werden? Ich habe sie nicht vernichtet. Er ist so völlig anders, als ich mir vorgestellt habe. Das Böse wird gemeinhin als etwas Dämonisches betrachtet. Eichmann aber kann man beim besten Willen keine teuflisch-dämonische Tiefe abgewinnen. Er war nur unfähig zu denken. Eichmann, kein Antisemit? Was ist denn das für ein Humbug? Anna, du gehst ihm auf den Leim. Anna, bitte, du kannst das so nicht schreiben. Nicht für den New Yorker, auf gar keinen Fall. Staatsanwalt antwortet auf Hannah Arendts bizarre Verteidigung von Eichmann. Zur Hölle, Donatio. Und dann diesen Mörder als einen Clown zu bezeichnen, der keinen eigenen Willen hatte. Und dennoch sagt sie, er sei normal. Und es ist dieses Phänomen, das ich bezeichne als Banalität des Bösen. Das ist nicht nur ein Sturm, das ist ein Orkan, Hannah. Hast du keine Liebe zu deinem Volk? Sie denken, deine Artikel sind großartig. Sie ist mutiger als sie alle. Und die wünschen dir den Tod. Manche sogar auf sehr fantasievolle Weise. Wir werden Bodyguards brauchen. Für sie und für uns. Du hast nie akzeptiert, dass die Deutschen dich aufs Schändlichste verraten haben. Sie haben dich vertrieben. Und sie hätten dich umgebracht, wenn sie gekonnt hätten. Mit allem gebotenen Respekt empfehlen wir Ihnen, Ihre Lehrtätigkeit aufzugeben. Sie werden nicht genug Studenten haben, die bereit sind, bei Ihnen zu studieren. Es gibt da Dinge, die sind stärker als ein einzelner Mensch.